Hallo. How to survive a shitstorm ist, wie bei meinen Vorträgen üblich, total übertrieben. Also, ihr werdet heute Abend mit Sicherheit wenig davon erfahren, wie man einen Shitstorm tatsächlich überlebt. Ich habe deswegen so eine leicht entschuldigende, ist die erste, die erste Folie ist schon da, eine leicht entschuldigende Subline geschrieben. Dies ist kein wissenschaftlicher oder auch nur evidenzbasierter Vortrag, sondern eine subjektive Einschätzung. Warum ist das so? Normalerweise mache ich meine Vorträge immer so, dass ich denke, was ist denn gerade cool? Oder was wollen die Leute von mir hören? Und dann habe ich diesmal den Fehler gemacht, das in meinen Blog reinzuschreiben. Und dann haben die Leute dafür gewotet, How to Survive a Shitstorm. Dabei habe ich da einfach gar keine Erkenntnisse drüber gehabt. Einige von euch werden jetzt sagen, das ist doch bei dir normal und genau das ist das Problem. Ich möchte heute darüber reden, was ich glaube, wie und was Shitstorms sind. Ich war schon in ungefähr 35 Shitstorms grob über den Daumen gepeilt. Manche ein bisschen heftiger, manche ein bisschen lieblicher. Inzwischen kann ich da auch am Geschmack unterscheiden. Aber ich möchte, weil der Erkenntnisgewinn so mittel ist. Also interessant, okay, meine Thesen, damit kann man operieren. Aber weil der Erkenntnisgewinn so mittel ist und ich das halt relativ spät erfahren, gemerkt habe, habe ich euch in ungefähr jeder zweiten Folie auch mitgebracht, was die schönsten Shitstormizitäten, die auf mich niedergeprasselt sind über die Jahre, waren. Also die einzelnen Dinge, die da gesagt worden sind, die sind zum Teil sehr interessant. Wir bilden so ein Spektrum von euch. Weil ehrlicherweise muss ich annehmen, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die hier sitzen, schon mal Teil eines Shitstorms waren, aber dazu später mehr. Ich erlaube am Ende keine Fragen. Das vielleicht noch vorab. Und vielleicht an die Technik noch, wenn er weiß, wann alle ist, bitte einfach unaufgefordert einen neuen hinstellen. Ich beginne mit einer Art Jubiläum, beziehungsweise einer, danke, einer Art. Ich gucke inzwischen fast ein bisschen liebevoll drauf. Und zwar war das meine erste elektronische Gewaltandrohung im Netz. Also tatsächlich das erste Mal, dass jemand da war, mir gegenüber stand im virtuellen Sinn und mir irgendwas Böses wollte. Und zwar war das am 7. Februar 2007. Ich zitiere nochmal für die Leute, die das nicht lesen können, weil sie blind sind. Euch sollte man einsperren, Realitätsverwirrung, totaler Verlust. Wenn ich einen von euch zu Gesicht bekomme, werden wir Blutpolka tanzen, Step by Step. Und das war also meine Eintrittskarte in die Welt des Shitstorms, Blutpolka. Und viel poetischer geht es auch gar nicht mehr. Das war nicht nur meine erste, sondern auch meine bis heute schönste. Und das ist wie die erste Liebe. Da bleibt immer irgendwas, was man vermisst, wenn danach und so. Ihr kennt das alle, außer den Männern hier. Aber lass uns versuchen, so ein bisschen Fakten vorzutäuschen, auch wenn es am Abend ist und nicht schon angetrunken. Wollen wir ja so tun, als seien wir bei der größten Bloggerveranstaltung der Welt und mal vielleicht wissenschaftlich da herangehen. Da macht man das in der Regel so, habe ich gelesen. Man definiert nochmal, worum geht es eigentlich? Was ist ein Shitstorm? Ich habe die Seite meines Vertrauens, Urban Dictionary, befragt. Bin 20 Minuten vor der Veranstaltung drauf gekommen, dass man Shitstorm zusammen und auseinanderschreiben kann und habe deshalb noch eine Definition eingefügt. Ein Shitstorm, wie er im Englischen definiert wird, habe ich dann gemerkt, ist ein bisschen was anderes als das, wie ich das bisher im Deutschen verstanden habe. Die unterste Definition, we're jumping into a shitstorm here, vulg. Uns fliegt gleich eine Menge Scheiße um die Ohren. Die traf es meiner Meinung nach ganz gut. Als Shitstorm möchte ich aber definieren, und jetzt kommt so eine ganz klassische Definition für diesen Vortrag, ein Prozess, wo in einem kurzen Zeitraum eine subjektiv, und das ist wichtig, ich erkläre das später noch, große Anzahl von kritischen Äußerungen getätigt wird, von denen sich zumindest ein Teil vom ursprünglichen Thema ablöst und stattdessen aggressiv, beleidigend, bedrohend oder anders attackiert geführt wird. Das ist die Definition, für die ich Shitstorm heute Abend benutzen möchte. Das kann. Und ich zeige heute eine Menge Screenshots von, oder eine Menge, das sind nur 30 oder so, das ist etwa ein Promille von dem, was in den letzten 3 Jahren so passiert ist, so grob geschätzt.
mal mit einer ganz klassischen Beschimpfung möchte ich anfangen. Was für ein dummes Arschloch. Ich habe diese klassische Beschimpfung von einer Website, die heute noch mehrfach eine Rolle spielen wird, wo auch der Schlussakkord von stammen wird, den Namen ich nicht sagen möchte, aber es handelt sich um eine Art Forum, wo semiprofessionelle Shitstormer sich treffen. Ich möchte das aber jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen, sondern einfach nur so ein ganz klassisches, basales Moment. Was für ein dummes Arschloch. Das ist so eine aus dem Bauch heraus geführte Argumentation, der man auch folgen kann, auf eine Art. Ich bin ja nicht aus Metall. Wichtig ist vielleicht noch, um das Ganze nicht zu bullshitartig daherkommen zu lassen, wichtig ist auch noch die Abgrenzung zwischen Kritik und Shitstorm. Worum es heute Abend weniger gehen soll oder gar nicht gehen soll, in den 68 Minuten, die ich den ganzen Scheiß überziehe, ist die tatsächlich echte Kritik. Die werden wir nur streifen. Es geht tatsächlich um den Teil, der unangemessen ist. Natürlich ist die Grenze, das steht auf dieser Folie auch nochmal drauf, die Grenze zwischen angemessener Kritik und Shitstorm ist schon qua des Wortes angemessen, was jeder von uns unterschiedlich interpretiert, ganz schwer zu ziehen. Aber ich möchte versuchen, die Grenze hier in den Augen eines unvoreingenommenen Betrachters zu benutzen. Nämlich hat ein nicht beteiligter Beobachter den Eindruck, dass es hier total losgeht und alle ausrasten und nur noch gekotzt und geschissen wird? Oder ist das eigentlich so eine Art Form der harschen Kritik, die durchaus ihre inhaltliche Berechtigung hat? Und wenn da der erste Punkt angewählt wird von Zweien, und zwar tendenziell von der Mehrheit der Menschen, die damit nichts zu tun haben, möchte ich hier von Shitstorm reden. Wie ein Shitstorm aussehen kann und wie er sich anfühlen kann, das kann man zum Beispiel daran ermessen, dass einzelne Leute, und das steht hier drin, die Attacke an sich, also diesen Angriff, der überhaupt gar keine inhaltliche Relevanz mehr hat, also sich ablöst von der Kritik, bis ins Automatisierte hineintreiben, wenn man dann zum Beispiel automatisierte Kommentare bekommt. Das ist hier nur ein von Test 1, 2, 3, 4. Diese Person, die das gemacht hat, hat da irgendwie so 20, 30 Mal ihren Bot getestet, der in einem von meinen Blogs Kommentare abgelegt hat. Diese Kommentare waren immer 57,6 Kilobyte groß. Das entspricht ungefähr 4000 Mal dem Wort Arschloch. Das ist 57,6 Kilobyte, je nachdem, wie man das Wort Arschloch schreibt. Ja, auch da gibt es feine Unterschiede, die im Shitstorm aber nicht so eine große Rolle spielen. Also je nachdem, wie man das schreibt, ist das die absolute Höchstanzahl, knapp 4000 Worte bei diesen Kommentaren, bei WordPress, bei dem Plugin, was ich benutze. Das war, wie schon der Name sagt, Test 1, 2, 3, 4. Diese Person hat dann automatisiert zusammen mit noch drei anderen Personen oder zumindest drei anderen IP-Adressen von drei verschiedenen Anbietern in einer Nacht 46.000 Kommentare. Was eine ganz ordentliche Summe ist. Also mal ganz ehrlich, da ist Storm schon richtig und Arschloch kann man auch in Richtung Shit verbuchen. Also da sind wir schon bei dem Kern von Shitstorm. 46.000 Kommentare dauern vielleicht for the records, liebe Personen, die vielleicht hier sind, vielleicht auch nicht oder im Stream zugucken, ich grüße euch recht herzlich, die das verursacht haben. 46.000 Kommentare dauern 4 Stunden zu löschen. Wenn man in der ersten Stunde nicht checkt, dass man alle anwählen kann. Ja, das ist so ein Problem. Ich bin gar nicht so klug, wie die Leute immer glauben. In manchen technischen Dingen. Aber nochmal ganz kurz einen Seitenschlenker zu dieser Kritik, abseits des Shitstorms, wie man mit Kritik umgeht. Und da möchte ich jetzt nochmal einen ganz ernsthaften Schlenker für diejenigen machen, weil es kann ja auch sein, ich glaube, es wurden 7 Business-Tickets auf der Republika verkauft. Für diese 7 Leute, für die jetzt erwarten, wie sie quasi übermorgen ihr Facebook-Profil eröffnen und dann 3000 zähnefletschende, aber ihr vergewaltigt doch Kinder in Afrika oder so. Also mit den Kommentaren, wie kommt man damit zurecht? Dieser kleine Seitenschlenker soll das beschreiben. Obwohl ich nicht unbedingt sagen möchte, wie man mit Kritik im Allgemeinen umgehen kann, kann ich einen Hinweis darüber geben, gerade was Konzerne betrifft. Ich bin der festen Überzeugung, dass im 20. Jahrhundert professionelle Kommunikation eine absolute Illusion war.
Da haben ein paar Fachjournalisten, Werber, PR-Leute und auch Journalisten in so einer speziellen Öffentlichkeit gedacht, sie könnten Kommunikation kontrollieren. Und das stimmt überhaupt nicht. Das hat noch nie gestimmt. Nur auf einmal kommt das Internet und sie merken, oh, das sind ja Menschen. Dieser Feedback-Kanal, der zeigt eigentlich nur eins, und das ist auch einer der Gründe, warum viele Shitstorms existieren. Es prallen zwei Welten aufeinander. Die echte Welt von Menschen, die so reden wie du und ich und in der Teeküche sagen, das ist doch scheiße, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und diese artifizielle Welt, die sich darin ausdrückt, wenn man so eine Pressemitteilung liest von einem x-beliebigen Unternehmen in irgendeinem Bereich. Wie der Vorstand der Sowieso AG mitteilte, ist die Weltmarktführerschaft im Bereich keramische Utensilien, die nach 22 Uhr verwendet werden, in greifbarer Reichweite der Marke und so weiter. Also der ganze Bullshit, nennt es Herr Frankfurt, Harry G. Frankfurt in seiner kleinen Schrift On Bullshit. Dieser ganze Kram, der ist eine Illusion. Und wenn diese Illusion auf die echte Welt trifft, wo Leute wie du und ich sagen, also dieses ist eine sehr wichtige Äußerung im 21. Jahrhundert, dann entsteht häufig genug ein solcher Shitstorm. Nicht nur, ist nicht der einzige Grund, aber der entsteht dann. Kleiner Tipp, also für die 7 Leute, die das Business-Ticket gekauft haben. Es hilft, wenn man in diesem Bereich kommuniziert, sich vorzustellen, dass das jeweilige Kommunikat, egal ob das ein Fernsehspot ist oder ein YouTube-Film oder eine viral whatever, die einem eingeredet worden ist, oder eine Pressemitteilung, das hilft, wenn man sich vorstellt, wie man mit diesem Zettel irgendwo hingeht, zu irgendjemandem, der damit nichts zu tun hat und dem es einfach vorliest. Man macht viel richtig, wenn man nach 10 Minuten noch keine Ohrfeige bekommen hat. Das ist so eine klassische Geschichte. Und Ohrfeige ist auch vielleicht, jetzt ist dieser Business-Teil abgeschlossen und ich komme zum Shitstorm. Ohrfeige ist vielleicht auch genau das Richtige. Ich komme nochmal zurück auf dieses lustige Forum, dessen Namen ich nicht nennen werde. Lese hier mal vor, was dort steht. Zum Thema Gewalt, Fantasien habe ich dieses Beispiel rausgesucht. Ich habe noch nie gesehen, wie einem ejakulierenden Mann die Kehle aufgeschlitzt oder wie jemandem ein Dildo unter den Rippenbogen gerammt und die Herzgegend gefickt wird. Kurz, es gibt keinen echten Snuff-Porno im Internet. Doch wenn Eisenhower so weitermacht, könnte sich das bald ändern und Eisenhower bin in diesem Fall ich. In dieser speziellen Kommunikationssituation, die dort in diesem Forum entstanden ist, hat mir neulich einer der Administratoren erzählt, ist mein Name, das war Nachwirkung des Internetmanifests, was, sagen wir mal, zu einem Teil positiv angenommen wurde in der Öffentlichkeit. ist mein Name in diesem Forum mehr als 1500 Mal am Tag gefallen, weswegen er dann ersetzt wurde durch Eisenhower. Also wann immer jemand da Sascha Lobo reingeschrieben hat, wurde da Eisenhower draus. Und da hat jemand offensichtlich, das ist zu 99,999% totaler Unsinn und Quatsch und völlig irrelevant und bestimmt auch nicht ernst gemeint. Aber es gibt so die Vorahnung dessen, was Menschen ins Internet sich trauen reinzuschreiben, wenn man nicht weiß, wer das ist. Und das ist ein ganz substanzieller Bestandteil des Shitstorms, nämlich diese Anonymität. Man darf das nicht zu ernst nehmen. Ich nehme das, was in diesem Forum passiert, sowieso nur ganz begrenzt ernst. Aber dann auch wieder bitte ich mal kurz, sich in die Lage reinzuversetzen von jemandem, der halt davon ungefähr, wir haben vorher 46.000 sind es nicht, aber sagen wir mal so 500 bis 600 Kommentare in dieser Richtung lesen muss und der nicht ich ist, weil ich komme damit inzwischen aus Übungsgründen ganz gut zurecht. Dann fängt man langsam an, diese Gewaltfantasien, da denkt man, sag mal, okay, es sind schon ganz schön viele kranke Leute im Internet unterwegs und dazu aber später mehr. Ich muss noch mal etwas erklären, was jetzt wird es dann doch fast, nicht wissenschaftlich, keine Angst, habe ich auch keine Ahnung von, aber es wird fast doch wieder so ein bisschen evidenzbasiert. Und zwar möchte ich das Konzept der super metamedialen Realität erklären, die ein wichtiger Bestandteil eines jeden Shitstorms ist. Ich werde übrigens 20 Minuten überziehen. Sorry, du musst mit dem 5-Minuten-Schild nicht vorbeikommen. Im Jahr 2005 ist etwas passiert in London und was für mich ein ganz schönes Zeichen war, wie Realität ineinander verschachtelt dargestellt wird und vor allem in den Medien und was da für verschiedene Schichten dabei sind. Nämlich, und das ist jetzt auch schon eigentlich ein totaler Gag, dass ich hier ein Wikipedia-Bild nutze, aber im Jahr 2005, im Dezember, ist ein Tank bei London explodiert. Dieser Tank war wahrscheinlich voller irgendwas. So viel kann man heute sagen. Da steht Fuel Depot. Das handelt sich hierbei um ein Bild
von ein Satellitenbild der NCAA, wer immer, da ist bestimmt jemand, der einen Satellit hochgeschossen hat. So viel kann ich sagen. Realität besteht also daraus, dass etwas passiert, vermutlich. Dieser Tank, der explodiert ist, war eine riesen Medienstory, ging durch auch relativ viele Blogs, weil in London ja viele Blogs angeblich sein sollen, die darüber geschrieben haben. Hier sieht man, wie dieser dunkle Rauch da unten sogar noch aus Satellitensicht zu sehen ist. Und natürlich gibt es dann eine mediale Realität, die darüber berichtet und das spektakulärste und krasseste Foto rausgesucht hat, wo gerade noch richtig Explosion zu sehen ist. Glaubt man, auf den zweiten Blick sieht man einfach, dass die Feuerwehr von hinten das Ganze beleuchtet hat. Es handelt sich um beleuchteten Rauch. Sieht aber aus wie eine Explosion. Und das ist schon ein bisschen Teil dieser Problematik, die mediale Inszenierung, die sich darauf sattelt. Das bedeutet, ein Shitstorm, und da kommen wir dann später nochmal drauf, hat auch immer ganz eng mit der medialen Inszenierung zu tun, die aus Interesse, dass möglichst viele Leute da gucken, dramatisiert wird. Dieses Foto, was auf den ersten Blick aussieht wie Schwarzenegger, ist beleuchteter Rauch. Und genau diese Ebene, die dazwischen ist, zwischen beleuchtetem Rauch, naja, da brennt halt was, das ist doof, aber irgendwie kriegt man das hin. Und da ist eine gigantische Explosion, die praktisch London in seinen Grundfesten bedroht. Die schafft es nun, den Sprung von der medialen Inszenierung zurück in die Köpfe der Leute, in diesen Social-Media-Bereich, in die metamediale Realität, so habe ich das genannt. Und da gibt es ein wunderbares Foto, was genau das ausdrückt in diesem Zusammenhang. Und zwar ist das ein Foto, was in einem Blog veröffentlicht wurde, vor Ort, wo die total alarmistische Berichterstattung von Sky News vor Ort war, gefilmt hat. Und da war ein Blogger, der 5 Meter entfernt wohnt und dieses Foto gemacht hat, wie im Fernseher, den sieht man unten, dieser Rauch hochsteigt. Und dahinter ist der Rauch, der in der Realität hochsteigt. Dieses Foto drückt meiner Meinung nach wunderbar aus, wie metamediale Realität funktioniert. Und hier haben wir ein ganz entscheidendes, obwohl das nichts mit Shitstorm zu tun haben scheint, haben wir ein ganz entscheidendes Momentum, nämlich über den Bericht wird berichtet. Das bedeutet, es geht nicht mehr nur darum, was ist passiert, sondern auch, was haben andere Leute gesagt, dass passiert sei. Und dann findet sich, und das kennt ihr alle von den 11 Blogs, die ihr alle unbezahlt macht, das findet sich ganz häufig, dass dieser Schritt, der erste Schritt in Richtung Shitstorm ist, nämlich wenn angefangen wird, nicht nur zu berichten, sondern auch über die Berichte zu berichten. Wenn die ersten Leute zusammenfassen, was stand wo, wer hat was, wann, warum gesagt und wieso war es eigentlich egal. Bis hin zur supermedialen Metarealität jetzt gerade. Also wenn jemand darüber berichtet, wie Berichte über Berichte, und das ist so albern, dass ich einfach direkt zum nächsten gehe und zu dem kommt, was ihr auch ein bisschen erwartet habt, nämlich nämlich die Direktbeschimpfung in klassischer Manier vorgetragen. Ich habe versucht, alle Namen auszugrauen, weil das bringt ja auch nichts. Bis auf am Schluss expose ich noch 2 Leute. Also das kommt dann auch. Also die Direktbeschimpfung. Lobo, du Vodafone-Nutte. Am 11. Juli letzten Jahres. Das hätte man auch sogar raten können ungefähr. Diese Direktbeschimpfung ist wieder ein Beispiel dafür, wie so ein Shitstorm aussehen kann. Es gibt also Menschen, das war nicht mal eine Tarn-E-Mail-Adresse. Das war eine echte und richtige, normale E-Mail-Adresse, wie ich dann nachverfolgt habe. Wahrscheinlich sogar der Real-Name einer Person. Ich kann das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber mit, sagen wir mal, 72,8%iger Sicherheit. Und mehr wird es im Internet dann auch nicht mehr. Lobo, du Vodafone, Leute. Das Lustige ist, diese Mail ging praktisch völlig bedeutungslos weiter. Also da war so, ja, Kommerz. So ungefähr. Also was ihr euch auch schon gedacht habt. Ich möchte zwischendurch dann doch wieder versuchen, eine These zu formulieren. Und zwar, das ist jetzt eine, die so ein bisschen, nein, es tut mir leid, ich mache noch eine Viertelstunde. Das ist der Mann mit dem Dingsbums. Okay, danke. Die These, die ich formuliere, ist, dass der Shitstorm eine Art Antikritik ist. Dass der Shitstorm im Zweifel gegenüber der Öffentlichkeit, so wie ich ihn definiert habe, nämlich als abgelöst von der inhaltlichen Kritik, unter Umständen sogar im Sinne der kritisierten Instanz sein kann. Und das ist der Punkt, an dem ihr überlegen solltet. Denn ein solcher Shitstorm kann auf folgende Art und Weise als Phänomen existieren, um das nochmal auch zu sagen für die Leute, die das nicht lesen können. Wenn er in einer kritischen Menge einer Teilöffentlichkeit, zum Beispiel allen Twitterern oder den meisten Bloggern oder Leuten auf Facebook, mit den richtigen Schlagworten getriggert wird,
die Zusammenhänge verkürzt oder gar nicht begriffen hat, also diese Menge, diese Teilmenge, oder das und sogar noch das jeweils subjektive Gefühl der Teilnahme entsteht, beziehungsweise der Notwendigkeit der Teilnahme. Das bedeutet, wenn ich da reingesogen werde, ich muss mich jetzt dazu äußern, sonst wird die Welt einen wichtigen Beitrag verpassen. Das ist, da muss man nicht drüber lachen, das ist ein Grundkonzept des Bloggens. Also ich meine, nicht, dass ich wüsste, wovon ich, aber was ich dazu sagen möchte, ist, dass ein Shitstorm, und das ist nach meiner Erfahrung tatsächlich richtig, ein Shitstorm in den meisten Fällen, wenn er einen Kern aus berechtigter Kritik hat, kontraproduktiv ist für das Erreichen des Ziels dieser berechtigten Kritik. Das könnte zur Folge haben, und jetzt können wieder die 7 Leute mit den Business-Ticket zuhören, das könnte zur Folge haben, dass angenommen eine Firma wird dafür kritisiert, dass sie tatsächlich was Schlechtes gemacht haben sollte, rein hypothetisch, dass sie ein Interesse daran hat, aus einem Sturm der Kritik, der substanziellen Kritik, einen Shitstorm zu machen, weil der die angrenzende Kritik total und zwar vollständig diskreditiert. Und zwar auf eine Art und Weise, die jeder unvoreingenommene Betrachter vermengt, weil er die Details nicht kennt und anfängt zu sagen, sag mal, das ist aber so ein bisschen harsch. Das ist ja jetzt ein bisschen, also das finde ich ein bisschen viel. Und schon schlägt diese öffentliche Meinung, die sich zum Beispiel in den Medien repräsentiert, um. Diese steile These würde unter anderem heißen, dass es für bestimmte Firmen gut und richtig ist, wenn sie extrem hitzige Kommentare faked, die sagen, dass alles nur praktisch Hitler mindestens. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber ich weiß, dass dieser Mechanik der Öffentlichkeitsstimulation viele hundert Jahre alt ist. Das ist der sogenannte Agent Provocateur, der noch aus der Französischen Revolution kommt und der sich genau die Kleidung oder die Uniform des Gegners anzieht und besonders krass pöbelt. Und genau das ist ein Shitstorm. Er diskreditiert die ursprüngliche Quelle der Kritik. Das Tolle ist für einen selbst, und ich war ja schon selbst häufig im Shitstorm, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, dann muss man ja gar keine Kritik mehr annehmen. Habe ich häufig gemacht. Wir kommen kurz mal zu einer anderen, interessanteren Beispielsituation. Die Loblone. Fand ich eigentlich ganz charmant, ehrlich gesagt. Da hat jemand also aus dieser Schablone, die ihr alle kennt, die Loblone gemacht. Und die hat natürlich auf eine bestimmte Art funktioniert und dann wieder doch nicht. Auf die eine Art, die sie funktioniert hat, ist, dass was da steht, ja stimmt. Und auf die andere Art, auf die es nicht funktioniert, ist, ich habe es selbst schon 100-mal gesagt. Das bedeutet, es trifft mich gar nicht mehr, sondern ich zeige es sogar hier, was dann wiederum problematisch ist. Die Problematik, die hinter einem solchen Shitstorm stehen kann und die interessant sein kann und die vielleicht in den nächsten Jahren noch sehr schlimm wird, und ich rede hier bewusst von schlimm, sind die sogenannten Mikroöffentlichkeiten. Ein Phänomen, was nach meinem Dafürhalten bis jetzt zu wenig betrachtet wird. Das ist nämlich die Annahme, dass das, was man zu Gesicht bekommt in Toto, also der Medienkonsum von allen Medien, auch den Privatmedien wie Telefon und SMS, an einem Tag, und auch das, was einem gesagt wird, dass das als zur Gänze die eigene Auffassung der Realität widerspiegelt. Nun gibt es dieses Phänomen, dass Menschen im Social-Media-Bereich Informationen gar nicht mehr so wahrnehmen, wie eine wie auch immer geartete Redaktion das zusammenstellt, sondern nur noch durch die Brille ihres sozialen Filters. Und ich behaupte, dass diese Brille des sozialen Filters, die sagt, diese Nachricht ist relevant und diese ist nicht relevant. Ich behaupte, dass niemand, auch nicht die Menschen, die das wissen, sich dieser Mechanik entziehen können. Heißt ganz konkret, wenn ein Freund mir mailt, schau mal das, was da für eine Scheiße läuft, dann sage ich, ja, ach, kann Scheiße sein oder nicht, der Freund ist ja nur einer. Wenn 150 Freunde mir mailen, wow, was geht da für eine Scheiße, dann glaube ich, es sei Realität. Auch wenn man ganz ehrlich ist, sind es nur 150 Leute. 150 Leute kann jeder zweite von uns in einer halben Stunde mobilisieren. Das ist kein Maßstab für die Realität, diese 150. Diese sozialen Umfelder, die Leute, die man auf Facebook kennt, den Menschen, die man auf Twitter folgt, die Blogs, die man liest. Man hat das Gefühl, alle würden darüber schreiben, die ganze Welt ist praktisch total verseucht. Und so entsteht ein Shitstorm, ihr merkt schon den Übergang. Aber es ist gar nicht so.
Es handelt sich um eine Mikroöffentlichkeit und ich nur deshalb, weil dieses Wort so unglaublich abgegriffen ist, Sturm im Wasserglas, benutze ich es jetzt nicht, aber es trifft es relativ genau. Interessant übrigens, dass dieser Sturm im Wasserglas, also diese Mikroöffentlichkeit, inzwischen Mechanismen entwickelt hat, um in die Makroöffentlichkeit überzugehen. Man kann sagen, was man will über Spiegel Online, und das tun ja auch viele, ich zum Beispiel, aber Spiegel Online erreicht viele Millionen Menschen und darunter auch Menschen, die das noch weiter kommunizieren. Ob das in ihrem Büro ist oder in der Tagesschau, ist dann relativ egal. Das heißt, relevant an so einer Mikroöffentlichkeit ist auch, und das ist die Gefährlichkeit von Shitstorms in Blogs, relevant ist auch, wann es in die Makroöffentlichkeit übergeht. Es gab irgendwo mal eine interessante Untersuchung, die ich nicht mehr gefunden habe, weil ich 7 Minuten nur gegoogelt habe oder so. Wie lange brauchte ein in der Bloglandschaft wirklich großes Thema, um in die Erwachsenenmedien überzukommen? Also so. Das war 2004, 2 Wochen. Das war ungefähr so, ganz grob so, 2 Wochen. 2005, als ich angefangen habe mit dem Bloggen, da wart ihr ja schon alle 10 Jahre dabei, da war das vielleicht noch 1 Woche, 2006 ist es ein bisschen kürzer geworden und heute ist irgendwas auf netzpolitik.org und 1/4 Stunde später auf Spiegel Online mit einer Einmeldung gerade Datenleck bei irgendjemandem entdeckt. Sind ja irgendwie Datenleckipedia oder wie Netzpolitik bald heißt. Kurzer Schlenker nochmal zu einer interessanten Gewaltandrohung, auch wiederum aus diesem Forum. Ich hasse dieses blöde Arschloch. Wie verdient dieser Wichser eigentlich sein Geld? Warum ist der so besonders? Wir könnten ihn ja töten und mal schauen, ob die Medien auch so heulen wie bei Thales von Milet. Thales von Milet war dieser Torwart von Hannover. Das ist der Codename für den, mir ist gerade der Name entfallen, der vor den Zug gesprungen ist. Danke! Zudem habe ich auch eine ganz besondere Beziehung, die kann ich auch noch mal ganz kurz skizzieren, das ist vielleicht gerade der richtige Zeitpunkt. Leute aus genau diesem lustigen Trollforum haben ein Video in meinem Namen hochgeladen unter Sascha Lobo 1975 bei YouTube, wo Robert Henke total verspottet wurde. Also das ist eigentlich ganz lustig, das hat halt so angefangen mit wir trauern und das ist alles ganz schlimm und dann kamen ganz fiese Witze über Robert Henke. Zum Beispiel, wie er gerade so hechtet hinter einem Ball her und das Ganze montiert vor einem Zug und darunter stand, den hast du, Robert. Also sehr zynische, menschenverachtende Sachen. Und die wurden in meinem Namen gepostet. Damit sollte, und das wissen vielleicht auch einige, ich habe das in einem Artikel immer verwurstet, damit sollte ein Fußball-Fan-Mob, die alle Wein nennt, Robert Henke betrauert haben, auf mich geleitet und gelenkt werden. Das haben die alle in einer konzentrierten Aktion in Fanforen immer mit meinem Namen in Verbindung gepostet. Es waren ungefähr 30, 40, 50 Leute, die das getan haben. Und tatsächlich, dieser weinende und heulende Mob prasselte auf mich nieder in Form von 4 Anrufen auf meinem Handy. Davon waren 2 aus dem Forum gefaked. Ich weiß das, weil die den aufgenommen haben und danach in ihr Forum gestellt. Und einer von einem 8-jährigen Jungen, der weinend aus Hamburg ohne Rufnummernunterdrückung anrief und sagte, wie kann man sowas machen? Der arme Junge. Nochmal zurück zu dem Phänomen des Shitstorms, das jetzt als Moment begreifen, und zwar bloß als Moment begreifen, hört sich erstmal albern und pauschal an, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Echtzeitnetz und seine Vorboten und Vorfahren, Blogs sind auch da Vorfahren vom Echtzeitnetz in meinen Augen, Twitter, Social Networks, Twitter als das Vorzeigemedium des Echtzeitnetzes, den Moment für unglaublich wichtig halten. Also was jetzt genau passiert, gibt dir den Eindruck, dass es ist so da, weil es so dringend ist, es ist so vorhanden. Und ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, dass Shitstorms zu einem großen Teil daraus entstehen, weil der Moment von der digitalen Öffentlichkeit, von uns allen, dramatisch überbewertet wird. Also das hängt damit zusammen, dass Aktualität der wichtigste Wert ist in diesem Echtzeitnetz. Deswegen heißt es auch Echtzeitnetz. Und ich glaube, dass dieser Wert zu groß ist. Wozu genau das führt, werde ich in der drittübernächsten Folie sagen. Zunächst möchte ich aber auch noch mal beschreiben, und das ist jetzt dann doch wieder das Thema des Vortrags, auch wenn ich angekündigt habe, dass das gar nicht eingelöst wird, wie man diese Shitstorms survived. Das ist nicht nur das jetzt als bloßes Moment zu begreifen,
Ich glaube, dass Shitstorms früher oder später Teil unseres Kommunikationsalltags werden. Ich glaube, dass sie früher oder später über alle von uns oder Freunde von uns oder die Firmen, wo der Vater arbeitet oder irgendwie hat man immer eine Verbindung, Verzeihung, zu diesen Shitstorms. Und deswegen folgt diese Empfehlung in 5 simplen Schritten, wie man mit einem solchen Shitstorm umgehen kann. Und da ist zuerst und zu allerwichtigstens der Gleichmut. Gleichmut, ein 400 Jahre altes Wort, was in der Klassik wieder an den Tag gekommen ist oder erstmals richtig an den Tag gekommen ist. Und da, wie man einen solchen Shitstorm survived, versuche ich jetzt mal zu skizzieren. Das Wichtigste ist, das als metamediales Phänomen zu begreifen. Das bedeutet, bei einem Shitstorm tritt tatsächlich der Punkt der Kritik in den Hintergrund. Es geht mehr um die Attacke selbst als um die tatsächliche Kritik. Hier muss man versuchen, das kann nicht jeder, ich zum Beispiel nicht so gut, zu trennen den Shitstorm von der tatsächlich substanziellen Kritik. Das muss man da trotzdem versuchen. Das Zweite ist eigentlich die wichtigste Handlungsanleitung, nämlich dem Druck des Moments zu widerstehen. Das bedeutet, wenn etwas genau jetzt absolut wichtig scheint, man muss sofort reagieren, weil dann ist es umso wichtiger und umso ratsamer, genau das nicht zu tun. Also diesen Moment vergehen zu lassen, auch wenn man glaubt, man müsste ganz zwingend reagieren. Stattdessen, Nummer 3, sollte man versuchen, die Essenz der echten Kritik zu analysieren. Nicht hinter jedem Shitstorm, aber zwischen manchen Shitstorms oder hinter manchen Shitstorms steht ein tatsächlich echter und ehrlicher Funken Kritik. Und den kann man versuchen zu analysieren. Und wenn man sich dann gezwungen sieht oder glaubt, es sei notwendig, darauf zu reagieren, Nummer 4, dann sollte diese Substanz der Kritik das Einzige sein, wo man da tatsächlich drauf reagiert. Auf den Rest noch nicht mal ignorieren. Das sagt sich relativ leicht, liest sich wie eine total platte und banale Erkenntnis. Aber ich kann nur wiederholen, wenn man dann mittendrin steht in solch einem Shitstorm, dann will man eigentlich auf Luzi 19, du bist ja wohl scheiße dumm, Alter, und 9 Rechtschreibfehler in diesen 4 Worten, dann will man da irgendwie schon drauf reagieren, nicht tun. Einfach den Moment verstreichen lassen, einfach tatsächlich nur auf die Essenz reagieren. Die oberste unverrückbare, und das ist die Nummer 5, Maßgabe ist, dass jede Kommunikation zwingend auf Unbeteiligte souverän wirken muss. Das ist das Allerwichtigste, Souveränität. Das habe ich unten nochmal geschrieben. Es gelten die Regeln der Souveränität. Alles, was man dann nach außen kommuniziert, muss in jedem einzelnen Wort den Bestandteil haben, ey, so what? Souverän? Ihr? Mir doch egal. Vielleicht wieder mal ein kleines Beispiel zwischendurch von einem Mini-Print-Shitstorm, denn es ist ja nicht nur so, dass es online alles ist. Auch eine Zeitschrift, ich glaube Gentleman's Quarterly, hat eine Art Mini-Print-Shitstorm gemacht, beziehungsweise verursacht mit. Da kamen dann noch irgendwie 3 oder 4 Wortmeldungen hinterher. Unter anderem hat bei mir auf dem Blog, wo ich das veröffentlicht habe, ein Redakteur kommentiert, das sei ja total verdient. Ich würde Anzug mit Mülltüte verwechseln, steht da Schuhe und Frisur krönen das Gespür für schlechten Geschmack. Ich war da Nummer 8 der schlechtest angezogenen Menschen in Deutschland oder Männer in Deutschland. Eigentlich auch eine interessante Geschichte. Vielleicht ein bisschen heftiger, um das auch mal zu zeigen, ist Mauritius Q gewesen auf Twitter, der gesagt hat, fuck Sascha Lobo. Was erstmal völlig okay ist und 1000 Mal passiert, aber wenn man sein Profilbild vergrößert, dann kriegt es eine andere Note. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf Shitstorms rumgehackt, möchte aber jetzt eine Lanze brechen für Shitstorms, bevor ich die pure Shitstorm-Beispielhaftigkeit über euch auskippe. Weil ich glaube, und das ist kein Scherz, ich glaube, dass man Shitstorms zum einen aushalten muss und dass sie zum zweiten eine gesellschaftliche Funktion haben. Ich glaube, dass obwohl sie diese rohe, scheinbar nicht inhaltsbezogene oder oft auch tatsächlich nicht inhaltsbezogene Note ist halt nicht eine substanzielle Kritik an der Tatsache, dass ich für Vodafone, die im Vergleich zu mir für Netzsperren argumentiert haben, Werbung gemacht habe. Das ist Note, da kann man sagen, ist okay. Es hat leichte Anklänge an etwas, was inhaltliche Kritik sein könnte, ist es aber nicht. Da würde ich mich drauf einigen. Also, aber trotz dieser uninhaltlichen Verbalgewalt glaube ich, dass da eine wichtige Funktion dahinter ist, denn Shitstorms wirken auf eine bestimmte Art und Weise vorbeugend. Bei aller Dummheit, die dahinter steckt und bei aller Ungerechtigkeit, die da häufig mit reinfließt, ist es doch
dass Shitstorms, obwohl sie keine Kritik sind, eine Art Hyperkorrektiv sein können, also eine Art Korrektiv auf Speed. Die Teile, diese Kritik, die kann durchaus Teile des Investigativjournalismus übernehmen. Das hört sich an wie eine total steile These und das liegt daran, dass es eine total steile These ist. Aber ich glaube, dass in Zukunft, gerade für große Unternehmen, die ungefähr unter der Hälfte der Shitstorms leiden müssen, die Angst vor dem Shitstorm ein Gesellschaftsregulativ sein kann, ein Handlungsregulativ. Das bedeutet, dieser Shitstorm als ständige Drohung, oh, wenn wir hier unsere Dünnsäure verklappen, vielleicht finden das Leute ganz grauenvoll und hacken dann auf uns besinnungslos herum, obwohl es nur 4 Tonnen Dünnsäure sind, dass diese Angst durchaus einen Vorteil haben kann. Die hat 100 Nachteile, da bin ich der erste Ansprechpartner, falls ihr die genau wissen wollt. Aber sie kann auch den Vorteil haben, dass die gute Handlung für sich selber, für eine Firma, das ist, wonach man streben sollte und wenn es nur aus Angst ist. Wir kennen alle Angst als Handlungskorrektiv. Und wie weit das gehen kann und wie intensiv das sein kann, dass sogar schon wieder Leute in diesem Shitstorm Partei für die arme, beschitstormte Fraktion beinhalten, versteht man, wenn man den nächsten Punkt sieht, den verstehen allerdings, glaube ich, nur Leute, die diese Internet-Meme alle kennen. Das ist vielleicht als Hintergrund, das war ein junger Mann, der nach meinem Dafürhalten, ich habe kein besonders ausgeprägtes Gay da, aber ich glaube, der war homosexuell, der hat vor ein paar Jahren Britney Spears in einem herzzerreißenden Video, was er online gestellt hat, verteidigt, als Britney Spears gerade diese Hexenjagd, und zwar übrigens nicht von den Bloggern, sondern eher von den amerikanischen Medien, um das auch nochmal zu sagen, dass diese Hexenjagd unterlag und als in überall dann ihre Upskirt-Fotos veröffentlicht wurden mit dieser fantastischen Kaiserschnittnarbe. Dieser junge Mann hat da eine Lanze für Britney Spears gebrochen und das hat jemand quasi in dem Shitstorm mittendrin, ich glaube auch zum Thema Internetmanifest, nochmal auf mich bezogen. Das Ganze gibt es natürlich auch, um auf meinem reichen Erfahrungsschatz mit Shitstorms zu sprechen, nochmal ein bisschen heftiger. Das ist die Twitter-Dokumentation. Ich habe das gar nicht so gecheckt, was da passiert, aber tatsächlich habe ich hier Screenshots gemacht. Da habe ich am 16. November am frühen Abend meine erste anonyme SMS bekommen. Eine anonyme SMS, dann ist ja immer eine Zahl, dann habe ich kurz gegoogelt, was ist da für eine Zahl, weil das war nur eine wirre Zahlen- und Buchstabenkombination und dann stand da irgendwie so Free SMS Service Südafrika, whatever, keine Ahnung, ich weiß nicht, South Africa oder sonst was, will sagen, da hat jemand anonym über ein Portal eine SMS verschickt mit einer Zahlenkommunikation, AG9MZVUDG. Das war, wie ich später rausgefunden habe, ein Base 64 verschlüsselt, also so eine Nerd-Verschlüsselungssituation, die man im Netz häufig anwendet oder häufig ab und zu schon mal angewendet hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und es hieß, hoffentlich hängen sie dich auf, du Verrecker. Wie ich hier nochmal geschrieben habe, so als SMS aufgebastelt. Dass das auch wiederum das lustige Forum, dass das auch bis hin zu so einer scherzhaften Tötungsgeschichte laufen kann, ein scherzhafter Tötungsaufruf, tötet Sascha Lobo und darüber das Foto von Helmut Kohl, wie er gerade, sagen wir mal, unfreundlich guckt. Vielleicht nochmal eine kurze Mechanik, die dahinter steht. Diese Mechanik ist, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht unbedingt ernst zu nehmen. Wenn ich das hier zeige und sage, und da ist eine SMS und tötet und bla bla bla, dann glaube ich, befinde ich mich und viele von euch sich auf einer Ebene, die das einigermaßen aushalten. Ich weiß aber nicht, ob Menschen, die dem ausgesetzt sind, es gibt halt 1000 Anlässe, dem ausgesetzt zu sein, die das Internet nicht so gut kennen, ob die nicht unter so einer anonymen SMS tatsächlich eine Bedrohung sehen würden. Hier ist also so ein klassischer Bruch zwischen der Internetöffentlichkeit, die auch mit diesen ganzen Memen was anfangen kann, und der Nicht-Internet-Öffentlichkeit, die sich vielleicht von solch einer SMS, wenn sie sich jemals versteht, Chance gleich 0,001 Promille, Base64 dekodiert, bedroht fühlen sollte. Deswegen möchte ich ausweichen auf die Leute hinter
einem solchen Shitstorm. Und da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht. Wer sind die Protagonisten dahinter? Das sind natürlich in meinen Augen Trolle. Ich habe mich mit Trollen intensiv beschäftigt, auf viele Arten und Weisen. Manche waren nicht super freiwillig, dazu komme ich auch noch gleich. Aber als Trolle sollen hier diejenigen bezeichnet werden, die auf provokative Art Kommunikation und ihre Grenzen aus verschiedensten Motiven austesten. Warum jemand Troll ist, kann man nicht sagen. Da gibt es tausend verschiedene Gründe. Klar ist bloß, hier sollen bestimmte Grenzen ausgetestet werden und vor allem sind Trolle interessiert an der Wirkungskommunikation und nicht an der konstruktiven Fortführung eines wie auch immer gearteten Dialogs. Ihre Rolle bei Shitstorms ist übrigens, den Shitstorm entweder zu konstruieren, das ist nicht oft der Fall, aber manchmal schon, oder zumindest anzufachen, weiterzutreiben oder zu verfälschen oder was auch immer damit zu tun. Wie das denn auf Twitter zum Beispiel aussehen kann, wenn klassische Trolle anfangen, das, was irgendwo steht, ernst zu nehmen. Und das ist tatsächlich auch eine Gefahr, jetzt nicht für mich und auch nicht für euch, aber für viele andere. Das kann man sehen, was Herr Roger oder Roger Mexico vor einiger Zeit reingeschrieben hat. Der ist identifizierbar, der ist überhaupt nicht mehr anonym, der ist ganz offen. Und der hat halt geschrieben, darf man Sascha Lobo verprügeln, wenn man ihn auf der Straße trifft? Glaube, das wäre bitter nötig. Da merkt ihr auch, weil auch keiner von euch lacht, das ging mir auch nicht so, da ist auf irgendeine bestimmte Art und Weise, und sei es nur, weil da so ein nettes Foto dabei ist oder weil man glaubt, dass der Typ tatsächlich Roger oder Roger heißt, ist da eine bestimmte Form von Grenze überschritten. So ein bisschen so eine sphärische, eben war noch tötet Sascha Lobo mit Helmut Kohl und da kann man dann noch total fanorientiert drüber lachen, also ich zum Beispiel. Aber irgendwie ist hier jemand, der relativ offen über ein nicht absurdes Szenario der Gewalt spricht, und das ist schon in meinen Augen der Beginn einer neuen Qualität. Ich möchte es auch nicht überbewerten, ich glaube, das ist eine Pfeife und ich glaube, ich würde ihm eine reinhauen, wenn wir uns sehen. Aber es ist definitiv eine Grenze zu überschritten, des normalen Austestens, sondern auch dieses halb Nachdenkliche im letzten Teil, also diese RDL2-Nachdenklichkeit mit den drei Pünktchen, nicht wissend, dass es ein Zeichen auf der Tastatur für drei, aber egal. Wie weit kann das führen? Wie weit kann so ein Shitstorm führen? Wie weit können diese Trolle dann tatsächlich auch ins echte Leben, also hier steht, auf der Straße trifft, wie weit können die auch ins echte Leben eindringen? Und davon habe ich, und einige von euch wissen es schon, weil ich darüber gebloggt habe, davon habe ich ein Beispiel, und ich glaube, es ist eines der ganz seltenen Momente, wo, und zwar wiederum aus diesem Forum, von dem ich vorher sprach, Menschen in mein Leben getreten sind, und zwar Trolle, und das handelt sich um den Troll-Inzident, der am 3. Dezember letzten Jahres passiert ist, 2009, als nachts um halb eins vor meiner Tür zuerst fünf und dann vier junge Männer standen, die Klingelstreiche gemacht haben, könnte man verharmlosend sagen, aber tatsächlich haben sie bei mir geklingelt, und als ich einfach dramatisch nicht reagiert habe, als ich rausgeguckt habe, habe ich da vier junge Leute gesehen, die ich nicht kannte, habe kurz gesagt, wer ist da, wir sind's, pöbel, pöbel. Gegenüber ist das White Trash, wer das kennt, da passiert manchmal sowas. Wir haben aber dann angefangen, nach 10 Minuten, nachdem das Klingeln bei mir keine Wirkung habe, wir erinnern uns, Trolle sind Wirkungskommunikatoren, haben sie angefangen, bei allen Nachbarn gleichzeitig an einem Wochentag um 12:30 zu klingeln, und manche Nachbarn fanden das nicht so geil, dachte ich. Und ich dachte, bevor es jetzt eskaliert, gehe ich mal selber runter und gucke, was da los ist. Ich habe dann diese jungen Trolle, das waren vier junge Männer, der eine ist geflüchtet, bevor ich runtergekommen bin, diese vier jungen Männer, kurz mit denen gesprochen, mit dem Plan, sie zu fotografieren und sie zu veröffentlichen. Und genau das habe ich auch getan. Vielleicht kurzer Hintergrund, natürlich war ich bewaffnet. Bin ich bescheuert? Nee, war ein Scherz, ich war nicht bewaffnet. Ich hatte nur eine Foto-Handy-Kamera, aber vielleicht war ich doch bewaffnet. Kommt doch her und probiert's aus. Diese Fotos, die ich gemacht habe von diesen jungen Leuten, dieser Troll-Incident, der hat mich dazu gebracht, zu sehen, wie sehen eigentlich diese Menschen, die so einen Shitstorm verursachen, die diese aggressiven, kritik-irrelevanten Kommentare machen, dieses Pöbel, Nutte, du. Wie sehen die eigentlich aus? Und offenbar muss ich annehmen, dass sie so aussehen. Und so. Es waren vier. Der vierte, das sieht man hier auf der rechten Seite, war derjenige, der
sich vermummt hat. Das liegt daran, dass, und das habe ich nicht aufgeschrieben, das kommt jetzt quasi nur aus meinem Mund raus, das sage ich euch so unter uns, wenn man mit Trollen umgeht, denn das ist sehr wichtig, die Deutungshoheit zu behalten. Das heißt, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, auch weil ich damit bestimme, wie dieser Troll-Inzident überhaupt wahrgenommen wird. Was tatsächlich passiert ist, ist vielleicht was ganz anderes. Nein, also der hat sich vermummt, weil, und das kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin da runtergegangen, habe das Licht im Flur nicht angemacht. Bei mir ist die Haustür unten, wo die geklingelt haben, so eine Halbglastür. Und ich dachte mir, ach, die versuchen hier so ein bisschen zu nerven, warum erschrecke ich die nicht ein bisschen? Die also klingeln lassen, die haben dann da reingesprochen, haben mit ein paar Nachbarn gesprochen, die haben gedroht, die Polizei zu rufen, die haben gesagt, na mach doch. Ich stand direkt hinter der Tür, es war aber dunkel, die konnten mich also nicht sehen. Und der eine, der gerade irgendeinen Nachbarn belästigt hat, irgendwie in die Gegensprechanlage gesprochen hat, der sich ja vermummt hat hier, der stand dann an der Tür und dann habe ich sie aus dem Dunkel die Tür aufgerissen und ihn versucht, in den Flur reinzuziehen. Ich dachte so, von der Herde trennen, kann nichts Falsches sein. Der hatte noch mehr Angst als ich. Also es war tatsächlich so, dass ich, das ist keine, also ich habe das auch nicht häufig gemacht und ich habe mich irgendwie mit 17 auch mal geschlagen, weil, whatever, ihr habt ihr ja alle mal, nee, ihr nicht. Aber normale Leute, aber ich prügel mich jetzt nicht jeden Tag auf der Straße und bin auch selten im Fußballstadion, um mal so zu erfahren, wie das so ist, wenn man nach zwei Bier irgendwie so, hey, hier, will sagen, also die direkte körperliche Gewalt ist jetzt nicht ein jedes Tags Brötchen von mir. Aber ich habe gemerkt, dieser Typ hatte so unfassbar viel Angst. Der wollte sofort weg, aber hat sich nicht getraut, von seiner Herde wegzugehen. Deswegen ist er da geblieben und hat sich vermummt. Und auch als Einziger, die anderen meinten, ja, fotografier doch, du Penner, Alter, was soll das? Ja, ja. Der eine hat so ein bisschen gelabert, zwei waren angetrunken, einer war ein bisschen betrunkener. Die waren schon relativ aggressiv, also es war schon so, lag schon so ein bisschen so eine halbe Prügelei in der Luft. Es war eigentlich ganz interessant und zudem muss man auch wissen, dass ich saß halt gerade oben und habe versucht, irgendwas zu schreiben. Es war halb, inzwischen war es 1 Uhr morgens und es war jetzt nicht so eine Situation, wo man vorbereitet in so einen Kampf geht. Wie dem auch sei, um mal ein bisschen fies zu sein, habe ich durch verschiedene Nachforschungen und auch durch ein bisschen Glück versucht herauszufinden, um wen es sich überhaupt gehandelt hat. Und ich habe es dann auch nach einigem Recherchieren und auch durch einen Kommentar in meinem Blog geschafft. Es handelt sich bei dem einen von diesen Trollen, um genau zu sein, bei diesem, um eine Person, die bizarrerweise als Nicht-Parteikandidat angetreten ist bei der Bundestagswahl. Es handelt sich um Herrn Enno Munzel. Also einer der Leute, die da quasi nächtliche Ruhestellung gemacht haben und wo ich jetzt so ein bisschen zurückschlage und wo dann irgendwelche Leute von euch morgen überlegen, ob das wirklich gerechtfertigt ist, den mit Namen zu nennen oder nicht. Was mir in diesem Fall egal ist, eine dieser Personen ist, und hier kann jeder sich selbst davon überzeugen, also abgesehen davon, dass ich auf seiner Homepage wertvolle Hinweise gefunden habe, dass es sich tatsächlich um ihn handelt, kann man sich hier nachvollziehen, dass Enno Munzel, zu finden unter ennomunzel.de als Erststimmenkandidat von Berlin-Zehlendorf, ist er zufällig anwesend? Willst du auf die Bühne kommen? Enno, bist du hier? Ja, es war nur ein Fake. Enno Munzel ist übrigens auch politisch engagiert über seinen Bundestagsmandatsversuch hinaus. Das erkennt man vielleicht wieder. Das waren ein paar junge Leute, die vor dem Bundestag demonstriert haben. Was während dieser Zensursola-Geschichte. Da kommt übrigens einher eine Art Stolz des Trolls, die meine Kommunikationstheorie ein bisschen mit unterstützt. In diesem Forum wurde nämlich direkt danach auch gesagt, so Löbe, jetzt musst du uns aber wenigstens sagen, wie groß der Scheißesturm bei dir heute war oder wenigstens Antworten auf meine Mail. Das heißt, da haben also die Leute, die diese Robert-Enke-Videos ins Netz gestellt haben, wollten anschließend wissen, wie wirkungsvoll ihre Wirkungskommunikation war. Auf eine Art interessant, das gibt es häufiger. Auch Walter Sobczak mit der Adresse 1337spam1338@googlemail.com.
hat mich am 17. November gefragt, na, wie gefällt dir dieser Scheißesturm? Liebe Grüße, brennt. Ich weiß bis heute nicht, was brennt bedeuten soll. Gehen wir nochmal zu diesem Troll zurück. Wer von euch verfolgt hat, wie ich vor einiger Zeit für die Wirtschaftswoche einen Artikel geschrieben habe, und wir kommen jetzt zu einer ganz speziellen Art von Troll, der zweite, den ich heute Abend outen möchte mit Namen. Wer das verfolgt hat, ich habe da versucht, einen Artikel zu schreiben, der die kollektive Intelligenz mit berücksichtigt, also mit berücksichtigt, was herrschen für Erkenntnisse da draußen zum Thema Wirkung des Internets und seiner Mechanismen auf die Wirtschaft. Den Artikel habe ich geschrieben, in einer bisschen längeren Version wurde der online auch veröffentlicht. Es gibt inzwischen fast 100 Kommentare, es gab weit über 100 Kommentare, denn irgendwie wurde der Ton in diesen Kommentaren teilweise unerträglich. Ja, ich bin gleich fertig, Minuten noch. Wurde teilweise unerträglich, es ist wirklich nur noch 2 Minuten. Und dann, es folgte etwas, was ich als die schlechteste Bewerbung der Geschichte betrachten möchte. Das ist wirklich sehr lustig. Der Ton in dieser Diskussion war vollkommen unerträglich. Und schließlich habe ich eine Mail bekommen von Herrn Till Diepold mit dem Betreff Vivo Thread, das ist ein Codename für Thread, von Till gehijackt, mit dem Text Tach Herr Lobo, wie ist die Cebit so gut? Na, Hauptsache Uhrenvergleich. Von bislang 62 Wirtschaftswoche-Kommentaren stammen 26 von mir. In der Spitze 6 am Stück. Unter verschiedenen Namen hat er mit sich selbst eine Scheindiskussion angefangen. Virtual Flashmobbing, I'm loving it. Ich will nicht angeben, aber den Vogel abgeschossen habe ich hier. Verlinkt ein Blog von Volker Strübing, wo er drunter schreibt, von 89 Entries sind 74 von mir. In der Spitze 30 am Stück. Sie werden lachen, 100 pro. Und jetzt kommt die schlechteste Bewerbung in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Falls Sie und Sixtus noch einen Textzuarbeiter brauchen. Ich bin ebenfalls aus Düsseldorf. Vielleicht legen Sie ein gutes Wort für mich ein. Wie wäre das? Man muss den Kontrahenten durch Umarmung handzahm machen. Kind Regards, Till. Ich möchte schließen mit dieser bizarren, also dass jemand versucht, quasi einen Job von mir zu bekommen, indem er mich massiv beschimpft und auch, das fand ich bisher mit einer der steilsten Begebenheiten. Ich möchte aber schließen mit der These und jetzt eine halbe Stunde überzogen, es tut mir wirklich leid, Twitter-Lese-People, zu denen ich ja irgendwie auch gehöre, mit der These, dass wir alle Trolle sind. Also so ein bisschen dann doch wieder versöhnlich und umarmen. Ich glaube, dass jeder, der im Internet kommuniziert, einen bestimmten Anteil an Trollnis oder Trollheit in sich trägt. Der variiert natürlich, Alter, Geschlecht, die Situation selbst, das Sujet und so weiter. Und ich glaube, dass man selbst für sich erkennen muss, welche Art von Troll steckt in einem, um diese Shitstorm-Trollerei wirklich richtig einschätzen zu können. Das bedeutet, wann immer man selbst dazu herausgefordert ist, einen Kommentar zu schreiben oder etwas abzusondern, was sich irgendwie leicht trollig anfühlt, genau da müssen wir alle, zum Beispiel ich, aber auch ihr, hoffentlich, ansetzen und überlegen, was genau passiert gerade? Warum schreibe ich diesen Kommentar? Ist das eigentlich eine Trollerei? Ist das Teil des Shitstorms oder Teil einer konstruktiven, weiterbringenden Kritik? Und wenn wir das alles mit dieser Selbstkritik machen, dann können wir vielleicht irgendwann, und damit möchte ich schließen, John Graybeards Greater Internet Fuckword Theory widerlegen, die bis heute leider noch nicht so allzu stark widerlegt ist. Die sagt, dass eine normale Person und Anonymität plus Publikum ein total fuckword ergeben, also ein absolutes Arschgesicht, das dementsprechend nicht nur Shitforms vorantreibt, sondern auch genauso herumtrollt, wie wir alles hassen, aber wie wir alle auch irgendwie ein bisschen Ursache davon sind. Dankeschön. Vielen Dank, Sascha.